Hallo meine Freunde und herzlich willkommen. Ich darf euch begrüßen und zwar auf eine Achterbahnfahrt der Emotionen, der Gefühle, energiegeladen und des Chaos. In anderen Worten, meiner Diamant 4 Promo. Ja, und zwar das erste Game habe ich mir direkt mal Talon, meinen Main hier rausgepickt. Wie man sehen kann, habe ich gegen Swain gespielt. Swain, Talon ist nicht das allergeilste Matchup, weil Swain relativ... Er kann sich immer mal wieder so ein bisschen heilen und vor allem sein Ultimate macht ihn doch relativ tanky. Deswegen habe ich mich auch direkt entschieden, auf geht's, auf zur Botlane. Ne, Botlane, Roam, das ist immer drin. Und hier haben wir tatsächlich eine Lulu Yasuo Gegner-Lane. Und ja, ich springe direkt zunächst erstmal auf die Lulu drauf, habe hier leider meine W verfehlt und deswegen doch deutlich länger gebraucht als eigentlich geplant. Und in der Zeit hat man Yasuo, beziehungsweise der gegnerische Yasuo, beide von mir gekillt. Ja, ich habe dafür auch einen Double Kill bekommen. Vor allem Yasuo hat mir 675 Gold gegeben. Ja, 675 Gold. Ihr seht richtig, Yasuo ist schon 4-1 zu diesem Moment und sie wird schon 0-3. Was komplett GG ist. Und auch Top und Jungle sind beide 0-2. Dennoch, ich denke mir so, na, let's go, wir haben Energie. Wir spielen ja immer noch gegen Swain und auch hier so ein kleiner Q-Sprung, der geht immer mal klar. Er macht natürlich seinen Ult. Ich weiß, dass er mich chased. Ich warte hier auf die Cooldowns und jetzt Auto-Attack Q, Ultimate. Ja, ihr seht, Ultimate war vollkommen übertrieben. Ich habe absolut nicht mit so viel Damage gerechnet, muss ich einfach ehrlich sagen. Also, da habe ich mich massivst unterschätzt, beziehungsweise Swain einfach überschätzt. Naja, das ist wichtig, werde ich mir auf jeden Fall merken. Weiter geht's direkt hier auch mit Swain natürlich. Es wird direkt weiter getradet. Und zwar in der Mitte. Ja, auch hier, ne, man kann auch die drei Siegel quasi durch in W procken, wenn man das schnell genug hintereinander macht. Spring hier direkt wieder an. Ja, er chased mich natürlich, weil er denkt, klar, Talon hat nichts mehr ready, ne? Wenn der einmal seine Q gemacht hat. Aber ich hatte noch meine Ult und habe ihn dann noch so ein bisschen... Ne, das ist sehr, sehr oft, dass die Gegner euch noch verfolgen, wenn sie denken, ihr habt nichts mehr ready. Na, und dann könnt ihr irgendwas draufhauen. Bin also mittlerweile 5-1 im Game, also super, super fett. Und denk mir so, ja, mein Team, ne, wir haben 6 Kills, 14-6, davon habe ich 5. Also ist halt komplett gegeben. Das Wichtigste, um solche Games zu carryen, Türmer. Ne? Man geht ja immer nach oben, nach unten, nach oben, nach unten, holt sich die Kills. Aber Leute, mit Türmen bringt ihr eurem ganzen Team richtig, richtig viel Gold. Das ist sehr, sehr wichtig. Und deswegen, Tower-Taking-Tobi schlägt dir massivst aufs Ganze zu und holt sich direkt mal so ein Full-Life-Tower. Definitiv nicht verkehrt. Hier kommt wieder eine kleine Situation. Kleiner Tipp. Wenn ihr Probleme habt, euren gegnerischen Midlaner zu töten, weil er sehr, sehr defensiv ist, täuscht ihr einen Roam an und jetzt habt ihr zwei Situationen. Entweder folgt er euch, meistens nicht, weil ihr ja super stark seid, oder er geht jetzt in die Mitte und denkt, er wäre safe. Ne, weil er denkt, ihr seid weg und genau in diesem Moment springt ihr ihn an und tötet ihn einfach, ne? Ist natürlich immer die Frage, wie worth das Ganze ist, wenn er mittlerweile 0-6 ist, aber das klappt unglaublich oft. Kann ich euch nur empfehlen. Der Gegner denkt halt immer, ja, ne, jetzt können wir wieder in die Mitte farmen. Ich wieder, beziehungsweise Tower Taking Tobi, der berüchtigte, wieder am Taken hier in der Mitte. Nimm auch den Tower direkt mit, lass mich hier vom Pike nicht abschrecken. Ja, ich bin der Talon, ich bin Ninja aus Ninja Gakure und sehe direkt zu, dass ich wieder hier Land gewinne. Ja, komm auch hier komplett weg. Wichtig, immer den Knallzapfen benutzen, damit der Gegner euch nicht hinterherkommt, anstatt die Mauer. Und sehe hier auf der Botlane, ja, ne, unser Erzfeind Yasuo. Ja, da, der macht auch ordentlich Schaden, muss man sagen. Krieg ihn hier glücklicherweise direkt tot und nochmal 750 Gold. Also diese Goldwerte sind komplett GG. Alleine von zwei Yasuo-Kills habe ich jetzt 1500 Gold bekommen. Ja, hier in der Mitte sehen wir, ne, der ist... Food. Der ist einfach Food. Den kann ich komplett einsammeln. Holy shit, ist der Swain weich. Ne? Also da habe ich wirklich... Ah, es kommt auch, glaube ich, immer auf den Swain-Spieler an. Tryndamere hingegen hat ja auch die Top-Lane gewonnen. Ja, beim Traden gegen Tryndamere ist immer wichtig, dass ihr ihn in die Ultimate bekommt. Am besten, bevor ihr ultet oder gleichzeitig. Ne? Dann hat er seinen Ult an, ihr habt eure Ult an. Aber ja, ich meine, ich habe ihn hier verteidigt. Mehr ging da leider nicht. War okay. Na, jetzt geht es natürlich los und das ist ein Problem, was sehr, sehr oft passiert. Ich bin in der Base. Und wir sehen, mein Team hat 10 Kills. Davon habe ich 8. Bedeutet, mein Team hat gar keine Kills. So gesehen. Und die denken dann immer, okay, ne, irgendjemand bei uns ist fett, wir können ja traden. Na, das ist immer so, dass die Leute halt denken, sie könnten irgendwelche Trades machen. Vor allem, wenn eine Person bei euch 22 Kills hat. Ja, der Rest hat, keine Ahnung, 2. Dann denken die halt, okay, es steht 24 zu 10. Das können wir auf jeden Fall fighten. Aber... Ja, das ist halt immer komplett GG. So wie ihr das hier seht, Leute. Ich habe 9-1, Botlane 0-13. Na, Jungle und Toplane ist halt auch nicht so geil gewesen. Jungle war 1-5. Ja, so ein typisches, geiles Promo-Game, ne? Aber ich natürlich trotzdem Energie und Motivation. Ich lasse mich ja hier niemals unterbuttern. Gebe hier komplett... Ich schreibe sogar im Chat hier, Leute. We can win that, ne? Allerdings ist Yasuo halt gerade mit Lulu. Der war unglaublich schnell. Holy shit. Hatte auch keine Ultimate ready. War definitiv ein Fehler von mir, muss man sagen. Hab auch 950 Gold abgegeben.
Aber ja, wir sehen jetzt halt, warum ich Yasuo halt sehr gerne banne. Ja, was soll ich dazu sagen? So, das ist einfach schön. Einfach schön. Quarterkill für Yasuo, nicht gestorben, mein ganzes Team tot und ich. Toll. Richtig, richtig, richtig toll. Der hat da gerade einfach mal 2000 Gold oder so bekommen. Ja, mittlerweile der Stand 2,5, Botlane 0,19. Müsst ihr euch auf der Zunge zergehen lassen, Leute. 0,19. Und der Jungle auch. 2,10. Na, Toplane war auch nicht so geil. Und damit mein erstes Promo-Game. Over. Schön. Schön, schön, schön. Es hilft ja alles nichts. Auf ins nächste Game. Und wir sehen hier das Matchup. Ich habe Diana gepickt gegen Orianna. Im Early Game super, super nervig, muss man definitiv sagen. Vor allem mit Benefi und etc. Die pockt dich die ganze Zeit down. Wir sehen auch die Laning Phase. Ja, ist nicht schön, aber ich habe doch relativ viele CS aus der Lane rausgekriegt und bin nicht gestorben dabei. Im Gegensatz zu meiner Botlane. Ne? 4-2 Draven schon. Nicht so schön, muss man definitiv sagen. Ne? Kenne ich ja irgendwoher. Ich mir also gedacht, okay, wir müssen direkt mal Botlane Gas geben. Hier ganz wichtiger Punkt, es soll ja auch lehrreich sein. Bei solchen Roams, die sind effektiver, wenn ihr außenrum lauft. Nicht durch den Tri-Brush, da ist immer ein Ward drin. Lauft außenrum. Ihr dürft nur nicht von den Minions gesehen werden. Die dürfen nicht in dem Moment kommen, ganz wichtig. Ja, ich also hier verrückt am Ping. Let's go, ich muss der Botlane irgendwie helfen. Gehe hier ultra deep. Das, vielleicht war da ein bisschen Tilt mit drin. Ich glaube nicht. Ich glaube, ich hätte es auch untiltet gemacht. Auf jeden Fall. Ja, ich meine, ich habe ihn gekillt, bevor er mich gekillt hat, was wichtig war. Aber ja, ihr seht, Leute. Minute 8. Draven 9-3. Ne, meine Botlane 2-9. Schön. Allerdings, ich natürlich voller Energie. Spring hier auf die Minions, krieg den Reset, gehe hier direkt auf die Orianna. Und jetzt wichtig, Auto-Tacken, bis ihr eure Q wieder habt. Und dann Q, Ultimate, Auto-Tack, Ultimate. Ganz einfach. As simple as that. Und deswegen ist Diana F unglaublich effizienter Champion. Talia kommt hier noch dazu, wird sie mich töten? Die Antwort ist, nö, tut sie nicht. Es war definitiv noch knapp, muss man sagen. Aber Singe war zur Stelle und so konnte die ganze Sache deeskalierend ausgetätigt werden, sag ich mal. Weiter geht's direkt. Ich wieder hier. Auch guter Tipp, ne? Springt auf die Minions. Zack, Reset bekommen. Sie direkt wieder rangezogen. Auto-Tacken. Q drauf. Ultimate. Ihre Ult gedodged. Auto-Tack. Ultimate. Und dann wird nochmal die Passive kommen. Bam. Wieder tot. Super, super einfach. Ich 3-1. Ich on fire. Bock, das zu carry. Ne? Jetzt geht's direkt weiter. Ich war noch nicht Bait, muss ich sagen. Und leider so hätte diese Q nicht treffen sollen. Ne? Ich wieder drauf. Bisschen carried away, muss man sagen, von der Situation. Hab auch meine E gar nicht benutzt, wie ich gerade sehe. Und ja, es war unglaublich knapp, aber dumm. Hab ihr 450 Gold in den Rachen geschoben. Ja, meine Botlane mittlerweile in die Mitte gekommen. Und ja, so wie das hier, dat, so ist deren Botlane gelaufen, muss man einfach sagen. Ja, das war 1:1, wie die Botlane gelaufen ist. Ja, ich wurde jetzt auch abgeholt. Nicht schön. War nicht schön. Definitiv nicht. Wir sehen jetzt Jax im Chat mittlerweile. I go off car. Er hat die Toplane übel krass gegen Singe verloren. Und wurde von seinem Team übel geflamed. Und deswegen wollte er super krass AFK, Inten etc. Wir sehen auch schon im Chat hier. I'm gonna Int. Help you. Ne? Der war wirklich AFK. Der hat nicht mehr gespielt. Der hat einfach so Tilting Spree gehabt, dass er keinen Bock mehr hatte, dieses Spiel zu spielen. War hat mir natürlich neue Energie gegeben. Ich habe mir gedacht, okay, geil. Ist zwar ein 5 gegen 4. Beziehungsweise, ja, doch, aber das ist geil. Ein Hoffnungsblitz. Aber diese Rechnung habe ich ohne meine Botlane gemacht. Tobi. Beschreibe deine Botlane in 5 Sekunden oder 10. Na, der Brand läuft jetzt hier in den Stun hinein. Warum auch immer, hat man jetzt nicht schön gesehen, aber ja. Das Ding ist, meine Botlane, die aktiv gespielt hat, hat mehr geintet als dieser Jax hier. Seht ihr den? Es ist traurig, was er macht. Aber meine Botlane hat noch mehr geintet als dieser Jax. Und das unabsichtlich. Was soll ich dazu noch sagen? Es war also wieder so eine komplette, ja, Chaos-Tour. Hier oben einfach mal so. Ja, es war. Ja, ich habe hier das Ganze mit Ach und Krach hier irgendwie noch überlebt, muss man sagen. War wirklich super, super knapp, aber unser Ende nahte irgendwie. Ne? Es ging einfach immer nur in unsere Base hinein. Botlane wurde auch überall reingepusht. Ich natürlich jetzt mal, wir mussten Draven töten. Das war das Ziel. Wir müssen ihn töten. Hier einen Root draufgekriegt, Ultimate draufgekriegt und. Ja, wir haben ihn hier tatsächlich umgebracht. Wir sehen 58 Gold. Aber, ja, ne, mein Team kommt hier dann auch nicht mehr so richtig gut zurecht. Ist eher so ein, ja, so ein Drama nennen wir es einfach. Wir sehen auch hier, Botlane ist einfach 6:19. 6 Kills, 19 Tode, Leute. Das müsst ihr euch mal vorstellen. 19 Tode. Ich meine, Sophie hatte die Botlane gerade auch. Hier direkt wieder alle in der Bart-Ult drin. Ich weiß nicht, ob der Bart einfach insane war. Oder ob mein Team einfach komplett kernretarded war. Mein Team wurde immer in 2, 3, 4 Leute in der Bart-Ult gefangen.
Es war einfach komplett GG. Und somit auch dieses Game, wo ich relativ stark war, meine Midlane hart gewonnen habe. Ich habe es ein bisschen gestraut. Daraus lerne ich vielleicht. Aber auch dieses Game verloren und somit die Dia-Promo trotz zwei relativ guter Games hart verloren. Ja, ist natürlich super, super schade, vor allem das Talon-Game. Dennoch möchte ich hier so ein kleines Wörtchen doch am Ende noch reinbringen. Und zwar, es hat nicht viel Spaß gemacht, diese beiden Games zu spielen. Es fühlt sich sehr, sehr erdrückend. Aber ich bin mit meiner Leistung zufrieden gewesen und das ist wichtig. Manchmal hat man einfach diese unlucky Games. Dass sie dann genau in der Promo sind, das ist wirklich schade. Aber das kommt halt einem immer nur so vor. Weil du hast auch so in normalen Ranked Games genau diese Spiele. Aber da belästigt es dich nicht so sehr oder nervt dich nicht so sehr wie in deiner Promo. In deiner Promo regt es dich einfach 100-mal auf, sodass es dich wirklich, dass es richtig sich in dein Fleisch hineinbrennt. Und dadurch merkt man das einfach viel mehr. Na, wenn du mal eine Promo komplett durchstormst, dann denkst du einfach, ja, geile Promo. Aber dann war es das auch schon wieder. Ne? Die negativen Sachen brennen sich einfach immer viel, viel mehr hinein. Und deswegen, ja, würde ich sagen, Motivation beibehalten und hoffentlich ab in die nächste Promo. Ich bedanke mich bei euch. Ich hoffe, eure Promo läuft definitiv besser. Wünsche euch einen wunderschönen Tag. Auf Wiedersehen und tschüss.